Nehmen wir einen Pflaumenkuchen. Ja, der besteht ja auch aus drei Schichten, Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, ja, also unten Hefeboden, dann kommt der Pudding, oben die Pflaumen. Ja, ja, so ist es auch im Staat. Ja, also, ja, na gut. Der Hefeboden unten, die Unterschicht, ist das abgehängte Prekariat. Dann kommt der Doktor. Der Pudding symbolisiert ja nicht nur Dr. Ö, sondern die ganze Wirtschaft. Und oben ist dann die Regierung. Und die Pflaumen machen sich's im Pudding bequem. Also genauso wie die Abgeordneten in ihren Nebenjobs in der Wirtschaft. Und der Pudding, der droht uns ja immer damit wegzulaufen, wenn die Unterschicht nicht dick genug ist. Genauso wie die Wirtschaft wegzulaufen droht nach Tschechien oder Polen, wenn aus der Unterschicht nicht genügend billige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Ja, wir lernen also, je dicker die Unterschicht, umso sicherer fühlen sich Pudding und Pflaumen. Das ist... Aber was dabei eben nicht beachtet wird, dass der Unterboden ja aus Hefe ist. Ja? Und wenn die größer wird, kann das nur dadurch gehen, dass in ihr etwas gärt. Ja? Das heißt auch so schön, was lange gärt, wird Wut. Ja? Aber darüber machen sich die Pflaumen keine Gedanken.